Ja, servus, hier ist KWH Sportwetten. Ich möchte euch mal meine Tipps für das kommende Wochenende präsentieren. Und genau, wollte mal vorneweg sagen, ich habe meine kostenlose Telegram-Gruppe gelöscht, weil es zu viel ja, negative Nachrichten gab. Und dieser kostenlosen Telegram-Gruppe waren wir mit 6 Einheiten im Plus. Und es gibt manchmal Wochenenden, da läuft es besser, dann manchmal schlechter und man gewinnt nicht jede Wette. Sonst, ja, also wer schnell reich werden will, ist, glaube ich, bei Sportwetten verkehrt. Und wenn jemanden verspricht, dann ist das irgendwie eine falsche Annahme. Also, wie gesagt, man gewinnt nicht jede Sportwette und, genau. So, so viel dazu. Wir haben noch eine Premium-Gruppe, die kostet 2 Euro im Monat. Warum 2 Euro? 1 Euro geht im Monat pro Teilnehmer immer an das Bärenherz nach Wiesbaden. Das ist eine Kinderkrebsstation und da spenden wir jeden Monat 1 Euro hin. Wir sind momentan 30 Mitglieder in der Premium-Gruppe, also mal 1 Euro sind 30 Euro und 1 Euro behalte ich für mich. Und wer da irgendwie Interesse hat, kann sich gerne per E-Mail bei mir melden. Ansonsten, genau, legen wir einfach mal los. Wir sind gestern auf das Handballspiel zwischen Serbien und Polen der Damen gegangen. Morgens gab es einen Artikel, dass bei Polen irgendwie einige Corona-Fälle gab. Ich war mir immer noch unsicher, wie die Ausstellung aussieht und habe dann bis abends halt noch gewartet, kurz vor Spielbeginn. Und da haben echt, ich glaube, 6 oder 7 Spieler gefehlt von Polen. Und die Quote war immer noch bei 1,9, die ist sogar noch leicht gestiegen bei 1,95. Das habe ich irgendwie nicht verstanden. Deswegen bin ich auf den Sieg mit 2 Einheiten auf Serbien gegangen. Die Wette ging auch durch. Und die gleiche Wette, Serbien-Polen, Sieg Serbien, habe ich kombiniert mit der Doppelchance Union Berlin. Ja, die Quote von 1,8 war eigentlich richtig gut. Und Leipzig ist ja momentan irgendwie Katastrophe, finde ich zumindest. Und genau, die Wette haben wir auch gewonnen. Wie gesagt, die beiden haben wir in der Premium-Gruppe gepostet. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal los mit den aktuellen Tipps. Da zwischen in der Regionalliga Nordost, zwischen BFC Dynamo und Lokomotive Leipzig, da auf den Sieg von BFC Dynamo. Bei Lok Leipzig gibt es auch einige positive Corona-Fälle. Momentan haben sie nur 12 Feldspieler und 2 Torhüter. 15 Spieler müssen es ja sein. Und die verletzten Spieler zählen dann auch zum Kader, obwohl die verletzt sind. Und momentan sind es 12 Feldspieler und 2 Torhüter. Ich denke mal, die Quote wird noch sinken. Wir haben noch nur 1,82 genommen, also Sieg BFC Dynamo. Und dann noch sind wir auf der Schweizer Super League auf den Sieg von Zürich gegangen. Da haben wir jetzt noch eine 1,6 bekommen. Die Quote wird auch noch sinken, da beim FC Luzern auch einige Corona-Fälle sind und Zürich momentan noch richtig gut drauf ist. Gestern gab es nur 1,9, jetzt sind noch 1,6. Aber die beiden Spiele habe ich schon eine Kombi verpackt. Und dann zwischen Kaiserslautern und Viktoria Köln auf den Sieg von Kaiserslautern. Warum? Der Herr Eckert ist ja gestorben. Das war der letzte Verbliebene, der an der Weltmeisterschaft 54 teilgenommen hat. Und ich denke mal, Kaiserslautern wird sich da zerreißen in dem Spiel. Viktoria Köln auch gut drauf momentan. Aber ich glaube, das gibt so einen extra Schub, weil Eckert Kaiserslauterner ist und genau, da wird es irgendwie abgehen. Und deswegen mit einer Einheit auf den Sieg von Kaiserslautern. Und dann bin ich noch Hansa Rostock-Ingolstadt auf das Minus 1 auf Hansa Rostock. Habt ihr bestimmt schon mitbekommen, bei Ingolstadt 15 Corona-Fälle. Ich denke mal, dass Rostock das irgendwie 2-3-0 gewinnen wird. Und deswegen Sieg Hansa Rostock. Genau, in diesem Sinne, das waren meine Tipps. Ich wünsche euch viel Erfolg, macht's gut und ein schönes Wochenende. Ciao.